Seit dem Sieg in Würzburg ist bei der Spielvereinigung Unterhaching ein bisschen der Wurm drin. Sowohl zu Hause gegen Hankhofen als auch in Nürnberg kassierte man zuletzt einen Last-Minute-K.O. Zudem ist der eigentlich so gefährliche Sturm derzeit nur ein laues Lüftchen. 20 Tore nach 11 Spielen sind für eine Spitzenmannschaft mit dieser Qualität viel zu wenig. Konkurrent Würzburg hat dagegen bereits doppelt so viele Treffer auf dem Konto. Gegen den FC Pippinsried will die Elf von Sandro Wagner nun also wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Gäste in den gelb-blauen Trikots sind in bislang 4 Pflichtspielduellen mit Haching noch ohne Sieg und konnten auswärts in dieser Saison erst 4 Punkte einfahren. Und die Hausherren erwischten vor exakt 1000 Zuschauern im Altenbauer Sportpark einen Traumstart. Nach nicht einmal 4 Minuten zappelte die Kugel schon im Netz. Patrick Hopsch stand allerdings im Abseits. Ein frühes Tor hätte der Spielvereinigung sicherlich gut getan, doch auch so gehörte die Anfangsphase der Heimelf. Sebastian Mayer mit einem seiner gefürchteten Freistöße, Felix Thiel fischt den Ball aber aus dem Winkel. Mit der Zeit traute sich dann auch der FCP aus seinem Schneckenhäuschen. Der Freistoß von Fatun Cimaili zwar noch keine Gefahr für René Vollert, kurz darauf dann aber mal ein schöner Spielzug über die rechte Seite. Pablo Piegel legt gut ab für Belmini Drisovic und der schlänzt die Kugel an die Latte. Dieser Angriff hätte durchaus ein Tor verdient gehabt. Im Gegenzug dann aber die kalte Dusche für die Gäste. Nach einer Ecke zieht David Pizot aus dem Getümmel ab und der Ball findet tatsächlich den Weg über die Linie zum 1:0 nach 21 Minuten. Die Führung in dieser Form sicherlich etwas glücklich, aufgrund der Spielanteile insgesamt aber schon nicht ganz unverdient. Zumal Haching in der Folge vollends das Zepter übernahm und beinahe direkt nachlegte, Mayer da mit einem klasse Antritt, der Pfosten verhindert jedoch das 2:0. Nach Alu-Treffern stand somit 1:1. Danach plätscherte das Geschehen im einsetzenden, strömenden Regen im wahrsten Sinne des Wortes dahin. Vor der Pause gab es nur mehr eine Gelegenheit für Hopsch, dessen Lupfer nach schöner Kombination gerade noch vor der Linie geklärt wird. Wir springen in Halbzeit 2 und da deuten die Gastgeber gleich mal ihre ganze spielerische Klasse an. Starker Einsatz zunächst von Christoph Ehlich und dann geht's ganz schnell. Über Manuel Stiefler und Matthias Fetsch kommt der Ball zu Boipelo Maschigo und dessen Lupfer wird in höchster Not von Alexander Langen noch von der Linie gekratzt. Danach aber wieder viel Leerlauf auf beiden Seiten. Nach knapp einer Stunde brachte Wagner mit Maurice Krattenmacher und Simon Skalatidis 2 frische Kräfte und die initiierten dann auch gleich den nächsten Angriff. Thiel lenkt den tückischen Schuss über den Querbalken. Pippinsried tat sich weiter schwer, die mit 11 Gegentreffern beste Abwehr der Liga in Bedrängnis zu bringen. Wenn es gefährlich wurde, dann meist über Cimaili und Yilmaz, dessen Schuss jedoch geblockt wird. Das 1:0 natürlich denkbar knapp, zumal Haching, das in den letzten 7 Spielen nur einmal mehr als ein Tor erzielen konnte, weiter die Vorentscheidung liegen ließ. Nach seinem starken Ballgewinn verpasste es Krattenmacher, sich für diese Aktion zu belohnen. Thiel wieder auf dem Posten. Nur Sekunden danach war es dann aber soweit. Der starke Ehlich mit der Maßflanke und Manuel Stiefler köpft ein zum 2:0. Nach 78 Minuten schnürt die Heimelf den Sack endgültig zu und beendet damit die Mini-Durststrecke. Ja, direkt nach dem Spiel sind wir natürlich alle jetzt richtig glücklich. War wieder eine richtig gute Partie von uns mit einer Vielzahl von Chancen, die wir uns erspielt haben. Ähnlich wie in den vergangenen beiden Partien. Diesmal haben wir halt die Tore gemacht und von daher, wir fühlen uns richtig gut momentan, sind wir auf dem richtigen Weg. Die Entwicklung geht weiter nach vorne und so genauso wird es weitergehen. Hey, ich denke, wir sind gut ins Spiel gekommen. Die ersten 15, 20 Minuten hatten wir erstmal eine Riesenchance durch einen Lattenschuss von Idrisovic. Haben auch generell gut Fußball gespielt, waren sehr mutig mit Ball. Gegen den Ball auch wenig zugelassen, 1-2 Fehler gemacht und dann kassierst so ein glückliches Gegentor und das ist natürlich, spielt Haching in die Karten und Haching verteidigt super gut, ist eine sehr fitte Mannschaft, eine Profimannschaft, die 5-6 Mal trainiert und meine Jungs hatten dann auch wenig Ideen in der zweiten Halbzeit, so 2-3 gute Aktionen, wo wir durchbrechen, spielen wir dann nicht zu Ende, kassieren das 2-0 und dann war es klar, dass wir das Spiel verlieren. Für Pippinsried sicherlich eine verschmerzbare, wenn auch nicht unbedingt notwendige Niederlage gegen clevere Hachinger, die damit auf Augenhöhe mit Spitzenreiter Würzburg bleiben.